Leo, du hast mit der Arbeitsgemeinschaft Strudengauer Lebenspower hier ein großes Liederprojekt umgesetzt, hier im stillen Tal in der Schurzmühle mit deinen Partnern. Für was steht diese Arbeitsgemeinschaft Strudengauer Lebenspower? Ja, es geht eigentlich darum, dass man Konsumenten aufmerksam macht, dass wir ganz besonders tolle Produkte haben. Und mir ist ganz wichtig, wenn ich die kleinen Produzenten unterstütze, dann machen sie weiter, produzieren was Gutes. Und die Gefahr wird immer kleiner, dass wir irgendwann nur mehr Industriepudding essen, weil wenn die das Handtuch schmeißen, ist es soweit. Die Schurzmühle war ja eigentlich vor 10 Jahren fast eine Ruine, kann man sagen. Und mittlerweile hast du hier sehr viel geschaffen. Was erwartet einen Besucher, der hierher kommt ins Stille Tal? Ja, da gibt es ja so einen Aufhänger und das heißt Genusswerk Schurzmühle, weil das Ziel ist, wir haben jetzt nur ein Jahr Zeit, nach meinem Zeitplan, dann sollen da herinnen die besten Steaks aus dem Mühlviertel hängen. Das heißt, man muss natürlich Paten aussuchen, die beste Qualität haben. Und da bin ich ein bisschen hartlich. Ein paar habe ich schon. Und das werden immer mehr. Die Leute fragen jetzt noch, weil sie kriegen, was tut denn der Verrückte da? Kannst du Erdäpfel brauchen? Kannst du das brauchen? Und genau um das geht es. Also das zieht sich von selber an und gehen dort eigentlich eine hohe Produktqualität auf einen kleinen Platz zu präsentieren, wo es natürlich alles aus der Umgebung ist. Der Partner von der Arbeitsgemeinschaft Strudengauer Lebenspower gibt es jeden Mittwochnachmittag hier im Stillen Tal. Und da hast du ja ein Programm auch zusammengestellt, was die Besucher erwartet. Ja, speziell geht es ja bei mir um das. Ich will den Kunden beraten wie in einer Ordination. Das soll ein Erlebnis sein, was einzukaufen. Wenn man Fleisch überschneidet, man fragt ja den Kunden, was magst du? Magst du ein Fettrandl? Brauchst du das tiefgekühlt? Was tust du denn damit? Weil manche sagen, ich freue mich jetzt eh, das ist ja ein Schwachsinn. Ich habe einen Schockfrost, den kriegt das gleich gefroren. Bei uns gibt es einen Kühlakku, den kann man essen. Das ist nämlich ein gefrorenes Brot zum Aufbacken. Das lege ich auf mein Fleisch und dann habe ich eine super Kühlung. Und daheim habe ich ein Brot aufbacken, 10 Minuten ist wieder frisch. Und genau um das geht es, erleben. Man muss das erleben und Beratung ist das Wichtigste. Und deswegen heißt es bei uns Hofladen für Männerspielzeug, weil da geht es in erster Linie um Produkte, die was gut zum Grillen passen. Von den Gewürzen über Käse, Öle, Essige etc. Es gehört alles dazu.